So. Oh, der Traktor ist auch nicht dafür geeignet, dass er das zieht, oder? Dann? Den Anhänger, den schweren. Dieser alte Oldtimer, der gelbe. Was nimmst du noch? Bitte? Was nimmst du macht dann? Ist dort gestanden? So, 12 Uhr. Zwei Huren? Hä? Fufu und? Aber die wollen das wirklich so professionell mit dem richtigen Pokal machen, oder? Ja, er will das. Ich hab das der Daniela erzählt. Mit Turnier, boah, da wird es einen Pokal geben. Und sie, der wird bei dir eh nicht stehen. Eiskalt, die wird bei dir eh nicht stehen. Ich habe auch gesagt, schau, ich bin sicher nicht einer der Besten, aber ihr vergesst eins. Ich hole mir die Punkte von den Kleinen, ja, wo ihr vielleicht es zu locker nehmt. Und die Großen nehmen sich die Punkte eh gegenseitig weg. Und vielleicht gelingt mir da ein, zweimal der Lucky Punch. Und zack, bin ich schon dabei. Mein Ziel ist einmal nicht letzter zu werden. Lustig ist halt, dass wir alle nicht wissen, außer bei dir weiß ich es halt und beim Sascha weiß ich es halt auch, aber habe ich zweimal gegen den Sascha gespielt. Ja. Aber sonst wissen wir alle nicht, wie wir FIFA spielen. Das ist dann relativ lustig. Tja, Forum-Regel war auch geil. Nicht beschimpfen, nur wenn es im Spaß ist. Habe ich gesagt, das ist eine coole Idee, aber ich weiß eben nicht, ob ich es immer schaffe, dass ich um Punkt 8 da bin oder davor. Nicht? Gibt es eh die Regeln? Partien werden nachgeholt. Falls mal auch einer nicht kann am Sonntag. Naja, ich meine, nicht, aber wenn ich erst um Viertel 9 oder so ankomme, kann. So meine ich das. Was ist wieder Dominik gerade? Er spielt nie mit uns FIFA. Ja, gestern habe ich mir auch gedacht, Alter. Weil hätte ich das gewusst, natürlich, dann hätte ich, was die 2 Plätze freigehalten. Ja. Aber so, für mich war jetzt nur du da im Sinn, weißt du? Danke, dass du mir den Platz freigehalten hast. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang eigentlich gar nicht gedacht, dass es so schnell weggeht. Es ging dann irgendwie zack, 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 zack. Ich meine, notfalls hätte man sicher auch eine Zwölferliga machen können. Ja, dann eh, ja. Ich sage jetzt, haben wir Dominik auch nichts dazu, weil jetzt dabei weiß keiner irgendwann. Auf die Schnelle vor allem jetzt dann. Aber wirklich, wie lange hat er das FIFA gespielt, oder das 23er? Hat er das überhaupt? Oder war das noch 22? 22, das war ja das Gratis, was er gespielt hat. Ah ja, genau. Na, hat er sich nicht das 3. Na, das 23er haben wir auch gespielt. Das hat er Wir haben sicher das cool. 23er mit ihm gespielt? Ja? Kann mich nicht erinnern. Ich glaube schon. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern. Oh ja, stimmt. Oh ja, du hast recht. Weil da war das mit Arnautovic und so, wo wir am Anfang geschrieben haben, wegen dem Ultimate Team, ja.
Oh, du hast recht. Das hat er sich ja extra geholt, glaube ich sogar. Aber warum hat er sich geholt? Oder hat er es geschenkt gekriegt, oder? Ich jetzt gar nicht. Aber sagt er, er hat kein Geld und dann auf einmal. Aber FIFA wäre dabei. Aber wie viel wäre dabei? Ich habe eh ein Spiel entdeckt, das würde mich interessieren. Ein Survival-Spiel, das geht vielleicht auch zu dritt. Dieses Herr der Ringe mit den Zwergen. Ja, weiß ich nicht. Aber noch falsche Produkte. Lauheit ist wirklich mit dem blockiert. Ja. Da jetzt schon wieder. Alter. Gut, dass es einen starken Bauer gibt. Warum? Alter. Hast du eine Holzproduktion hinbaut? Ja, ich schon, beim letzten Mal haben wir es gemacht. Ah. Hobby wieder mal nicht mitgekriegt. Und haben wir gesagt, Holz hätte ich jetzt schon genug und wenn wir das Grund auch noch dazu kaufen mit dem fetten Wald dort, dann kriege ich dann auch immer was raus. Mhm. Da zahlt sich dann aber vielleicht wirklich aus, auch welche anzusetzen. Das na gut, solange wir welche haben. Ja, stimmt. Und der Wald ist ja eh groß. Das ist fast eine ganze Fläche. Alter. Da ist wieder 360.000 Silage drin, Alter. Schon wieder fertig. Ja, das ist schon wieder 100.000, glaube ich. 250, glaube ich, sind 100.000. So. Pflanzen von Zuckerrohr gibt's da jetzt was? Hey, da hätten wir genug. Anbauen müssen wir's noch. Bitte? Felder hätten wir jetzt genug, anbauen müssen wir es noch. Potenziell haben wir 1, 2, 3, 4. Wie viel haben wir da schon, Alter? Okay. Also 51, 52, also ja, scharf. Genau, das da hinten habe ich ja irgendwann einmal Großgoscher gesagt, machen wir als Grasfeld. Habe ich auch noch nicht gemacht. Genau, das nehmen den Schafen das. 43, 44. Genau, auf 3, also 42 wird sich ein halbes Feld ausgehen. 43 geht sich eh nichts aus, außer wenn wir das da oben dann haben. Gut, da müsste man viel abholzen. Ja, aber 44 geht sich ein halbes aus und ja, 58 habe ich nur mit den Umrandungen begonnen mal. Ja, habe ich gesehen. Das sind 1, 2, 3, 4 Felder. Man könnte von 42 auf 43 rüber ein bisschen ziehen. Ja, stimmt. Oben ja. Meine ich jetzt. Ja. Ja, stimmt, du könntest. Ja, dann hast du 5. Dann hat ich weiß schon, was du meinst. Ja, dann hättest du 5 Felder. Der bedeutet. Und das alles nehmen wir ein Tagesgeschäft. Wenn es mit Stroh nicht war, würde ich sofort anfangen. Feld ziehen. Ja gut, aber das kann man ja auch automatisieren. Das ist ja wurscht. Warum du nicht?
fast die Laterne gestopft. Genau. Ich kann nicht. Ich muss mir das echt anschauen, den Scheiß einmal. Ich kann bei Autodrive nichts aktivieren. Warum kannst du nichts aktivieren? Ich kann bei Autodrive nichts machen. Aber warum? Er bringt mir das Feld, aber das war's auch schon. Ich kann nicht sagen, zeig mir Kurs an, was schon gesetzt sind und und. Beste Frage, ob wir jetzt auch einen Traktor über haben, dafür eigentlich fürs Feld zeichnen. Also, das haben wir sicher. Indem ich nur den kleinen verwende. Aber nicht vorstellen, dass du mit 5 Traktoren arbeitest. Weil wir haben die Raupe, wir haben den John Deere, wir haben den GCB, ja, der wir haben den Steirer. Der John Deere, die Raupe, genau. Auch. Ja, da haben wir eh. Traktoren hätten wir jetzt genug. Ich fange dann vielleicht. Bitte? Fange dann vielleicht mit einem gleich an. Mhm. Holst du? Aber das eine könnte man wirklich über die zwei Felder ziehen. Das ja. Würde sich anbieten. So. Leib bei dir. Mhm. Und wenn du das eine Feld fertig ist, dann lasse ich gleich das. Das 55? Ja. Gleich abfahren. Was abfahren? Das Stroh. Mhm. Ja gut, wenn du aber jetzt dann Feld ansehst, dann außer Stroh kann ich ja dabei nichts machen. Ich dachte, du willst die Felder ziehen und das. Achso, ja, eh. Aber ich dachte, du willst das jetzt machen. Nein. Ich mochte es jetzt nicht. Okay. So, wird schon wieder was blockiert, Alter. Was ist das für ein scheiß Feld, Alter? Oh, das ist mit Autodrive ist da. Ja, da ist ein Baumstumpf, bei dem er hängt. Uns glaube ich, wird es irgendwann heftig für dich. Boah. Was wird heftig? Ja, wenn du nicht mit Auto drauf. Dann musst du alles selber machen. Ja. Na, ich weiß nicht, an was liegt. Vielleicht nutzt was, wenn ich das runternehme nochmal und dann raufnehme nochmal, aber ich weiß nicht. Es funktioniert einfach nicht. Was hat nicht was von. Weiß ich hab wirklich noch nie Probleme mit diesen zwei Programmen gehabt. Bin immer nur ich das Glückskind. Aber so wie jetzt, Alter, geht gar nicht eigentlich. Bei mir. Was ich mir überlegt habe, vielleicht, dass ich die Steuerung zurücksetze nochmal. Das, was ich alles. Ich habe so viel eingestellt, umgestellt und so weiter, vielleicht hat er das nicht vertragen. Kann auch sein.
Was ist wert? 3, ja, hörst du. Na stark. Geld so herumliegt. Alles verkaufen. Silage ist auch über 300. Könntest dann vielleicht auch einen Abfahrer schicken. Haben wir einen Frau? Du könntest. Ja, die. Bei der Raupe, die sind alle leer jetzt. Außer der hintere. Aber da könntest du den großen nehmen zum Beispiel. Ich stelle ihn einmal hin. Weil das Flügen von. Bitte? Gepflügt habe ich noch gar nichts extra. Eben, komm schon. Bei welchen? Was du schon ansiehst. Achso, da müssen wir jetzt schon drüber pflügen, gell? Ich hab mir gesagt, wenn wir einen Flug haben. Shit. Entschuldigung. Aber ich weiß, mit Autodrive habe ich noch nie Probleme gehabt, ehrlich. Wenn du magst, könntest du dann auf dem einen, wo der Drescher hängen blieb, ist noch auch drüber. Alter, der hängt da. Den Baumstumpf wegmachen. Später dann. Warte, ich komme gleich wieder.